Hallo und hallo meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Sky Factory 3, zusammen mit dem lieben Silence. Hallöchen und der lieben Blue Jenny. Und ich muss mir gerade ein Gen verkneifen. Ja, das ist okay. Kannst du mal hier bleiben, bitte? Ich muss gerade schlafen gehen, sonst spawnt hier was hinten. Jetzt mal die... Kann man damit kompressen? Also wenn dir unterwegs ein Video ein Lied einfällt, beziehungsweise du hörst und es ist auch gut, sag bitte hinzufügen oder irgendwas. Ja. Endstone? Nein. Schade. Kann man das denn? Ah, das kann man denn crushen. Okay, gut. Das heißt, wir brauchen gleich einen normalen Hammer. Willst du mir helfen kurz? Dann geht das schneller gleich. Gut. Einmal mit Weinmeiner runterradern. Ich hab dann compressed. Ha. Ach, du meinst... Nein. Ich meinte es schon so, wie du es gemacht hast. So, also, wir brauchen... Also, ich sag dir, was wir brauchen und du craftest mir das bitte, okay? Oh Gott! Ja, keine Angst, ich mach's nicht zu schnell. Warte. So, wo bekommen wir 7x7%? 7x15? Da gar nicht. Okay, jetzt sag. Wir brauchen ein Crafter Tier 1 erstmal. So, beziehungsweise, ja doch, Auto Heavy Sieve, so, Hammerer, Crafter, Sieb. Zack, also Gold Nuggets und Eisen. Gold Nuggets. Ja, ist active. Das. Jetzt muss ich mal gucken, ich hoffe, dass es klappt, ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Ich will einfach mal versuchen, ob man vielleicht in den Barrels mit einer Item Note. Wie viele soll ich die machen? Ein einziger. Okay. Haben wir irgendwo noch Chests? Chests? Ja, da. Weil quasi müssen wir halt Glowstone jetzt reinpacken. Also es ist nur eine semi-automatische Anlage. Aber das sollte ja eigentlich auch kein Problem sein. Eigentlich nicht. So. So. Dann... Item Dock. Und wie gesagt, erklären mache ich gleich wieder, wenn die Anlage fertig läuft. Ist. Das kennt man ja von mir schon. Ja, ach, es geht. Geil. Gut. Wir haben einen Netherrack mehr. So. Dann brauchen wir da noch Strom. Ich reiß erstmal hier das Solarpanel einfach ab. Ja, Autocraft. Ja, kannst. Warte. Dann brauche ich noch einen normalen Hammerer, Auto-Hammerer. So, ich reiße jetzt einfach die alte Anlage hier weg. Ah, warte, ich wollte auch noch ein Stack. Yep. Wir wollten ja eh das größere Ding nehmen. Die größeren Kabel, stimmt ja. So. Also ganz normaler Autohammerer. Ja. So. Dann brauche ich mal wieder hier eine zweite Ebene. Wir sollten, glaube ich, die Plattform einfach dauerhaft auf zwei Ebenen bauen. Das wäre, glaube ich, um einiges einfacher. Das wäre halt leicht. Ja. Habe ich noch was? Ein Diamantsieb. Also Mesh. Diamond Mesh. M-E-S-H. Wird das geschrieben? So. So, dann einfach nach hier hinweg. Spawnt irgendwas? Okay. Dann kann man das jetzt gerade bei mir richtig gucken. Noch was? Nee, das war's sogar schon. Gut, fertig. Dann darfst du hierher kommen. So. Die Musik hört sich komisch an. So, also ich reiß jetzt quasi drüben einfach die Anlage ab. Ist zwar ein bisschen doof, wie aber heißt ich das jetzt ganz kurz? Keine Lust. Ich muss gerade nachschauen, wie das Lied heißt, das da ist. Okay, das nehme ich schon mal nicht mit rein. So. Jawohl, ja. So, Insert.
Always active. So, hier den Crafter hinpacken. Ne, Hammerer. Entschuldigung, Hammerer. Erst den Hammerer, dann den Crafter. Und hier den, das Sieb reinpacken. Den Sieb. So, Extrakt. Insert. Extrakt always active. Na. Insert. Extrakt always active. Warum disabled? Blödes Ding. So. Extract always active. Ja. Insert. So. Dann Endstone reinpacken. Das Ding ist verdammt langsam. Kann man das wirklich nicht vorher schon irgendwie zusammenpacken? Pearl Block. Ender Bridge. Darf ich jetzt die Plattform hier abreißen und nochmal bauen? Welche? Die hier hinten. Zu mir. Was meinst du mit nochmal bauen? Verschieben oder einfach Boden austauschen? Nur Boden austauschen. Ja, kannst du meinetwegen machen, aber... Ja, aber... Du weißt, dass ich da jetzt gerade draufspringen wollte, oder? Jetzt ist dann gemerkt, wenn es auf einmal leer war. Yeah. Aber bitte quasi die gesamte Plattform doppelt bauen. Also quasi einmal unten drunter noch eine Kobbel. Doppeldecke. Reihe oder irgendwas Schönes vielleicht sogar. Vielleicht gechiselten Kobbel auch gleich. Weil das sieht man halt an vielen Stellen, weil er Kannst Kabel du mir bitte so ganz weiter. Kurz einen Eimer Wasser bringen, schnell? Da kann ich einen zweiten... Oh Gott, jetzt ist das Headset-Kabel an meinem Fuß. Okay. Also warte kurz, wollen wir die Kabel sichtbar machen, die Stromkabel, oder unsichtbar? Das ist scheißegal. Nein, was ist dir lieber? Das ist mir wirklich scheißegal, das ist kein Witz. Ja, weil das hängt davon, kannst du ruhig behalten, ich mache mir einen neuen. Also das hängt halt davon ab, ob ich quasi wirklich nur einen drunter eine Reihe brauche oder einen Raum unten drunter. Hä, wo ist jetzt der Eimer? Ich habe ihn wieder, weil du ihn weggeschmissen hast. Da. Davon hängt es jetzt halt ab. Aber wenn wir die quasi unsichtbar machen, muss ich halt zwei tief gehen und dann darunter verkabeln. Ansonsten kann ich halt, so wie ich es da hinten gemacht habe, einfach im Boden. Aber mach einen Raum, das sieht schöner aus und ist ein bisschen sauberer. Und warum also habe ich jetzt... Kannst du... drei hoch am besten. Also drei Raum. Tief. Drei Raumhöhe brauche ich. Hä? Das heißt drei Schichten. Drei? Also drei Freiheit brauche ich. Weil oben kommen die Kabel und zwei zum Laufen. Jetzt verstanden. Hä? Nein? Komm mal her. Meinst du, so wie hier? So wie ich hier ein Tiefer bin? Warte. Noch eine Tiefer? Warte kurz. Sonst lass mich das eben kurz machen. Wenn es geht, bitte wieder Wasser hinpacken. Nein, sogar noch tiefer. Noch eins tiefer. Nein. Nicht! Es sind gechiselte. Musst du. Ist doch egal. Also ich soll komplett mit gechiselten da aufbauen. Mhm. Warte, Decke. 1, 2, 3. Und da jetzt noch ein drunter. Wenn das hier, jetzt schon drei sind. Fang auf. Nein. Du weißt, dass das eine Zeit dauert, bis ich das einsammeln kann, oder? Oh Gott. Also quasi, dass ich Decke und drei Raumhöhe, dann den Boden. Ja, da jetzt den Boden dran. Ja, das ist schon klar, habe ich schon gecheckt. Gut. Und wenn du es übrigens richtig machst, direkt mit Wänden, kannst du es in einem Stück durchziehen mit den Diamant-Wand. Kannst du mir einen herbringen? Da, kriegst du meinen kaputten. Brauche ich mir einen neuen. So. Ja, also die Anlage, die ist verdammt langsam. Mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen zu langsam. Ja, egal. Es reicht erstmal. So, weil jetzt kann ich jetzt nämlich hier eine Kiste Glowstone reinpacken. Der saugt es raus und das sollte hier ankommen, genau. So. Aber nein, das macht's leider nicht. Was?
automatisch. Doch. Mm-mm. Weil ich habe 2 unterschiedliche Steinarten. Ja, dann nicht. So, was kann da jetzt alles bei rumkommen? 3 verschiedene Sachen, das heißt, ich brauche 3 Draw. Ah, 10 Minuten, das könnte knapp werden. Ja gut, wir können jetzt halt nur maximal einen halben Stack dann ansammeln offscreen, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Haben wir überhaupt noch irgendwo Holz? Da haben wir hinten am Haus. Ja, ich hab schon gefunden. Ein bisschen was haben wir noch. Das heißt, wir sollten nächstes Mal ein bisschen hier Holz sammeln. Können wir machen. Einfach nur eine Kiste dafür. Okay. Kannst du bitte schlafen gehen, Jill? Yep. Oh, wirklich schnell. Ja, ich liege. Das Lied ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Also für so richtig gechillt ist es in Ordnung, aber irgendwie finde ich, passt nicht so wirklich zu Minecraft. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du Steine noch runterwerfen? Ja, kann ich gleich machen. So. Das beides kommt da wieder hin. Wo habe ich denn jetzt überall Steine reingepackt? ach ja, ich kann ja nicht mit Alt arbeiten. So. Danke. Sind aber halt nicht geschüsselt. Das ist kein Thema, ich habe einen Schüssel hier in der Hand. Okay. So. Du kannst dann aber gleich mal kurz hochkommen. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Oder ist es extrem wichtig? Ich wollte jetzt quasi die Anlage einmal kurz erklären. Ja, dann warte einen Moment bitte. Ich brauche 9 brauche ich dafür, okay. Ich bin echt gespannt. Also der Hammer ist viel zu langsam. Kannst du den Hammer nicht auch enchanten? Nein. Ich kann da aber Dings reinpacken. Stimmt, das wollte ich mal eben gucken. Ja, sollten wir noch hinkriegen. Ich bin da. Ja, einen Moment. Ich brauche einen Eimer mal wieder. Kann es eben sein, dass ich immer neue Eimer crafte, weil ich dir die Eimer jedes Mal geben muss. Wow. So. Die Tiere werden auch immer mehr, oder? Ja, die Vögel. Die sind lieb zu Vögeln. Die sind gut zu Vögeln. So. Hoffentlich klappt das schnell genug. Wie viel braucht man für ein Enchantment Table? Ach so, warte mal. Ja, das ging an dich. Enchantment Table. Ich guck schon selber. Ach, da ist er. Hier 3. Ist Enchantment Table 3. 4. 4. Ja. Kannst du mir bitte ein Buch machen? Und mir das eine Obsidian geben, danke. Und bring 2 Diamanten bitte auch mit. Du hast ihn gleich eine Kiste mit ganz vielen Diamanten, holst du selber. Und sowas nennt sich freundlicher Service. Ich bin kein freundlicher Service, ich bin schlimm, ein böser sowas. Service. Ja, du bist ganz böse. Und übrigens, die Kiste ist auch nicht mehr ganz voll. Wir haben nur noch 1 Stack Diamanten. Also wird Zeit, dass wir langsam die Anlage laufen lassen. Gut, aber davon mal abgesehen, wenn wir jetzt die... Mist. Wir können mit Glück ja bis zu 4 Stacks, also 4x 32 Stacks Enderperlen kriegen. Das heißt, wir hätten 128 Stacks Enderperlen. Durch 9... Hier. Kopfrechnen und so. Hast du es mit Leder gemacht, oder? Ja. Du hast eine Kuh getötet? Nein, wir hatten Leder. Oh nein, ich brauche auch Papier, verdammt. Tja, dann besorgst du Silber. Lass uns bitte Sugarcane Seeds irgendwo haben. Haben wir. Da ganz oben in der Kiste. Wie viele? Hast du gerade rausgenommen? Nein. Ach, darunter haben wir Sugarcanes. 6 Stück. 6? Boah, 6 Stück. Ich pflanz mal alle an. Ja, aber du weißt schon, wie es geht. Ja.
Ich reiß hier beim hinteren Feld mal kurz was weg. Ja, alles außer der Reis, bitte. Hilfe! Hilfe! Was ist jetzt schon wieder los? Ich hab gebackt. Ich hab backt. Schon wieder? Und was backst du denn rum? Deine ich Kuchen? Muss ja die Felder platt treten. Ja, dass du da rumbackst, wundert mich nicht. So. Ja, also Autofarmen kommen demnächst sogar auch noch. Nur ich will halt eher gerne erstmal eine Sache fertig machen, bevor ich jetzt wieder eine neue anfange. Aber ich finde, das hier schön gut gemacht. Also, die... Ach, wie heißt jetzt nochmal? Hä, wie hast du überhaupt das Buch zusammenbekommen? Weil ich habe jetzt eigentlich das Papier gerade für Bücher gemacht. Also ich bin irgendwie... Naja, ganz einfach, Schatzi. Nämlich, ich habe... Vorhin in der... Vor drei Aufnahmen habe ich ein... Package aufgemacht. Also... Okay. Eine Lootbox. So. Und da drin war. Weil ich möchte jetzt mal versuchen, das Mesh zu verzaubern. Das geht sogar wirklich. Na dann. Ich will aber nicht Efficiency Focus eigentlich Focus haben. Krieg ich auch irgendwas anderes? Wie viel Level hast du? Nichts, ich bin doch mehrmals gestorben. Da musst du mich gar nicht fragen. Verdammt. Ja gut, dann nehme ich einfach mal. Zum Testen probiere ich es jetzt einfach mal aus. Wo ist das Mesh? Da. Efficiency 1. Also geht jetzt schneller. Bringt zwar nicht wirklich was, was ich eigentlich Fortune gerne gehabt hätte, aber. Ist halt so. Ja, und die Anlage, die ist extrem langsam. Und das Glowstone ist schon wieder alle. Echt? Ja. Komplett? Nee, also in der Kiste. Achso. So. Naja, da kommt ja gar nichts rein. Hehe. Also ich verbrauche jetzt einfach mal das gesamte Glowstone, was wir haben. Mhm. Auch wenn ich nicht glaube, dass das so schnell leer geht. Wow. Was? Es hat auf einmal Ding gemacht, weil ich upgrade, weißt du? Ja. Und auf einmal hat es Krach gemacht, gleich danach. Ding, Krach. So. Ja. Also ich brauche da generell einen Weg runter, nur so nebenbei. Ein Weg nach unten? Also wenn jetzt alles gut klappt. Ernsthaft, jetzt fangt ihr an zu bohren. Warum bohrt ihr jedes Wochenende? Wer, oh, ich bohre doch was machen die da? So, also wenn jetzt alles gut klappt und wir bis gleich genügend Enderperlen zusammenkriegen, also bis zur nächsten Aufnahme quasi, die vor 2,5 Minuten schon hätte starten können, können wir mit Glück die Siebanlage gleich aufstellen. Einziges Problem ist, dass wir höchstwahrscheinlich viel zu wenig Dings haben, Strom. Aber dort das ist ja eigentlich egal. Das müssen wir dann mal so machen. Aber gut, dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Guckt bei Liam Du Jenny vorbei, guckt bei mir vorbei, lasst Kommentar, Bewertung, etc. etc. da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio.